Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ja, schauen wir mal, was wir diese Woche so ein bisschen zusammenbekommen. Also viel Spaß und gute Unterhaltung. Zur Stadt raus hallen die Narren, die da unten jetzt gleich den Narrenbaum stellen werden. Aber wir sind hier ein bisschen hoch am Berg, die Sonne knallt runter, unglaublich. Wir kämpfen uns hier noch zugeschneite Wege hoch bis über die Stadt, wo man ein bisschen in den Wald kommt. Ne? Also Freunde, aber zieht euch das Wetter hier schon mal rein. Das Frühjahr kommt. Die Sonne hat schon eine brutale Kraft. Zur Stadt rausklettern. Jetzt kommt natürlich wieder viel Schmelzwasser zusammen. Hier oben in den Bergen rund um Furtwang. Da kommt auch unser Trinkwasser her. Hier sind überall Quellen. Damit es nicht die ganzen Wege wegspült, kommen alle 10 Meter solche Rinnen, die das Wasser hier erstmal talabwärts führen. Immer weg vom Weg. Da die Wege eigentlich stabil bleiben sollten, um sie auch für die Baumfelltrupps befahrbar zu lassen. Hier auch Quellenschächte überall. Ja, kommt von da oben. Da oben ist eine Quelle übergelaufen. Das Problem im Schwarzwald ist halt, sobald du raus in die Natur gehst, es geht entweder berghoch oder es geht bergunter. Aber ich habe das Gefühl, es geht mehr berghoch wie bergunter. Und es hört alles nicht auf, bis wir auf dem höchsten Punkt sind. Was für ein Wetter. Die Sonne sticht. Und obwohl wir mitten im Schnee stehen, es ist so heiß. Das kann man sich nicht vorstellen. Nach dem kalten Winter steht es hier noch so wie zum Schienbein tief im Schnee, aber das Gefühl, es ist Hochsommer. Die Sonne brennt vom Himmel. Geil. Ja, auch noch heute aufgeschlagen. Neueste Böcker-Katalog. Ja, da werden wir dann auch wieder mal reinschauen, ob es vielleicht was Neues, Interessantes gibt. Und braucht man immer eine Taschenlampe dabei. Wenn man hier im Keller unterwegs ist, genau, warum Taschenlampe am Mann? Ja, hallo Freunde, hab gerade die Info reinbekommen, dass morgen auf der ArcCon in Mannheim auf der Bogenmesse ein 125 Pfund starker neuer Bogen vorgestellt werden wird. 125 Pfund, holy moly! Wenn ich überlege, mein Recurve hat 35 und mein Compound von damals, der hatte 50. Und das Ding hat fette 125.
Mein lieber Schulle, sind wir mal gespannt. Könnt ihr euch ja vorstellen, wer dieses Monster, ich glaube, es wird Tyrex heißen, ziehen wird. Ach, wir sind hier mitten auf der Post. Mai und Edlich. Wir machen hier erstmal auf. Mai und Edlich. Noch die fehlende Edition, sein Kollegen hier in der Sammlung. Oder ist die zum Versuch Sofortverzehr? Die ist zum Super. Ach was, die kaust du dir rein? Okay, geil. Lass uns noch kurz gucken, ob die Flasche an sich auch in Ordnung ist. Ja, guck dir die Farbe an. Du. Ja, Etikett sieht auch super aus. Einwandfrei. Ja, läuft bei dir. Box ist auch gut erhalten. Alles super. So, fehlen noch die anderen 7 zum Saufen. Deckel drauf. Boah. So viel Geld habe ich dann auch nicht. Geil. Ja, hier in der Frühlingssonne lässt sich's gut aushalten. Brutzelt ganz schön runter. Aber da draußen liegt noch jede Menge Schnee. Ja, hier werden schon mal die Akkus geladen für die nächste Session am Wochenende. Ja, dann habe ich mir noch was zum Lesen gekauft. Simon Hirsch. Ja, ein guter Journalist aus den USA. Mal schauen, wie das Buch von ihm ist. Ja, und hier habe ich noch was. Werden wir demnächst mal rausjagen. Ein cooles Spot-Shirt. In, ich glaube, XXL. Und sowas für die großen Jungs. Triple XL. Für die Bodybuilder unter euch zum Gewichte stemmen. Ein schönes Sport-Shirt werden wir demnächst mal raushauen. Ja, Wochenende geht's auf eine Messe. Und dann, ja, werden wir da ein bisschen Videomaterial übers Wochenende verarbeiten können. Ja, Freunde, der Gewinner vom Y-Start Jade Flipper hat sich immer noch nicht gemeldet. Darum werden wir jetzt nachher, wenn ich heimkomme, den einfach nochmal verlosen und hier ins Vlog mit reinpacken. Also mal schauen, wer jetzt gewinnt und sich dann hoffentlich bei mir meldet. Viel Spaß. So, bis jetzt war immer noch keine Rückantwort nach 3 Wochen auf die Verlosung vom Jade Flipper. Darum würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal und schauen, wer jetzt gezogen wird, der sich dann hoffentlich umgehend bei mir meldet. Ich schalte mal schnell die Kamera um. So, hier haben wir das Video. Da kopieren wir das jetzt mal raus in den Random Command Picker. Einfügen. Ne? Kommentare laden. Jawohl. Da haben jetzt die Nachzügler nochmal Glück. Und jetzt ziehen wir. Bam. Tor wie wat mut dat mut, nice Messerle, bin dabei, heieiei. Also, Tor wie, wir schauen mal, ob was da dahinter ist. Gibt es einen Kanal? Ja, da gibt es einen Kanal, sauber. Tor wie, 36 Abonnenten, sehr gut. Tor wie, meld dich bitte mal bei mir. Dann geht der Jade Flipper an dich raus. Wenn ich 3 Wochen nichts von dir höre, dann losen wir wieder. Aber ich hoffe, du meldest dich bei mir. Ja, wunderschöne Ski. XH1, professionelle Technik in Look and Feel früherer Zeiten. Cooles Teil. Ja, mit schönem Sonnenuntergang auf 6 Uhr Position geht's jetzt in den Feierabend. Ja, also Freunde, so war's wieder mit dem Vlog diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, im nächsten Vlog wird es dann Backstage-Infos geben von meinem Besuch auf der Arcon in Mannheim. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Hey, macht's gut, bye bye.